Okay, liebe Freunde, da sind wir wieder und wir legen los mit einer neuen Runde von Minecraft. Den Sound diesmal gefiltert über Outer City und ich hoffe, dass das mit dem Rendern hinterher klappt. Das war mein größtes Problem. Ich bin hier fast wahnsinnig geworden bei dem Versuch, die ganzen Videos irgendwie hochzuladen, zu bearbeiten. Also das Hochladen ging noch, es hat bloß stundenlang gedauert. Mit dem Bearbeiten ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich habe mir das Ganze auch mal angehört. Es klingt fürchterlich genauso wie erwartet. So, und damit kann es weitergehen. Ich schätze mal, das wird jetzt halbwegs funktionieren. So, wir sind jetzt bereit für eine Runde Höhlentour bei Let's Play Minecraft. Wir sind in Episode 30. Diesmal habe ich mich nicht verzählt. Und wenn der Laiendarsteller aufhören würde, Melonen zu fressen auf der Bühne, wären wir auch bereit. Wir sind voll mit Pflasterstein. Diesmal ist nichts Wertvolles dabei. Wir haben ein Schwert und keine Rüstung. Ich würde sagen, gehen wir runter, schauen wir, was uns dort erwartet. So, da sind wir wieder. Ich weiß, ihr wollt es hören, deswegen kriegt ihr es auch. Ecstasy A&E, euer X-Zane, ist wieder am Start. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde gepflegtes Let's Play mit ihrem X-Zane, dem erwachsenen, seriösen und absolut preisbewussten Let's Player, denn Sie können mich gratis abonnieren. Bitte abonnieren Sie mich jetzt, denn ich werde Sie so lange mit Abonnieren nerven, bis Sie mich abonnieren oder als Spam melden. Dig in a hole, just one more time until I score this. Strike rich on diamonds, iron, gold and build our decked out fortress. All we need is just a bit of luck to not abort this running low. We can't afford this. So, liebe Leute, es kann losgehen. Noch einmal den Kopf geschüttelt. Ja, da sind wir wieder. Xane ist am Start. Wir könnten loslegen. Heute scheint alles gut zu klappen mit dem Rendern. Keine Aufnahmeprobleme, kein gar nichts. Ecstasy A&E, Xane, der verrückte Let's Player Ihres Vertrauens, ist wieder da und wir sind bereit für Mass Effect Teil 14. Mal. Ja, und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mass Effect Trilogie. Wir sind bald allein und ich bin euer Commander Shepard, auch bekannt als Ecstasy A&E Xane. Mit diesem freundlichen Rauschen geht es auch schon los mit eurem Ecstasy A&E Xane is back in the game. Tja, liebe Freunde, ich glaube, es geht schon wieder los. Ich bin hier von Verrückten umgeben und wir müssen hier irgendwas mal. Lasst mich doch mal alle in Ruhe hier schlafen. Hey Internet und hallo YouTube. Das würde Quantum sagen, aber ich bin nicht Quantum und deshalb wisst ihr, was jetzt kommt. Ecstasy A&E X10, der verrückte Let's Player eures Vertrauens, ist wieder am Start. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ecstasy A&E X10. Okay, genug. Ecstasy A&E X10, wir sind bereit, Mass Effect 2 geht los und wir sind soweit. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecstasy A&E. Wir haben heute etwas früher gestartet, das heißt, ich gucke mir hier grundsätzlich nach jeder Folge ein paar Tänzerinnen an auf irgendeiner Raumstation. In meinem Raumschiff bin ich mit Kelly vergnügt, aber ihr kennt mich ja. Wer meine Folge von Teil 1 gesehen hat, weiß, das sind die Dinge, die ich aus Freundlichkeit und aus Jugendschutz normalerweise nicht zeige, aber ich dachte mir, heute legen wir mal etwas früher los. Hallöchen. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecstasy A&E X-Zane. Ich könnte jetzt vor Wut aufstampfen und mich aufregen, was bei Elder Scrolls Online bei den Beta-Phasen nicht so funktioniert. Warum ich 16.000 Megabyte am besten zweimal downloaden sollte nach deren Kundensupport. Oder wieso ich hier dank Origin einfach nochmal Mass Effect installieren durfte. Wenigstens Safecams sind noch für jeden verhalten und die Add-ons offenbar auch. Keine Ahnung, was da für ein Problem wieder herrschte. Es hat mich auf den Stand von April 2013. Das wollt ihr alles nie wissen. Das Intro wird zum Outro. Ich mache die Folgen kürzer, damit mal wieder was kommt. Ich habe eigentlich mit Prüfung zu tun. Und aber was soll's, Marmelonne. Tja, liebe Leute, da geht's weiter mit Ecstasy A&E X. Hey. Also, wenn ihr mich fragt, sieht das irgendwie wie Fahndungsfoto aus. Naja, nochmal kurz verdächtig schielen. Okay, los geht's. Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge von Ecstasy A&E X. Hey. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ecstasy A&E X10.
Exane. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Exorcy A&E Exane. Es ist soweit, wir dürfen eine Runde Affen schießen. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Exorcy A&E Exane. Danke, weg da. Ihr seht schon, einiges hat sich geändert. Heute wird es richtig bunt. Heute geht es richtig rund. Ta ta ta. Nein, hören wir auf damit. Frischer Kaffee, frischer Kuchen, Ecstasy, ANI, Exane, wir sind dabei. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer verregneten Folge von Ecstasy, ANI, Exane, Hexe. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecstasy, ANI, Exane. Wir dringen immer tiefer in diese Höhle rein, in diesen Turm. Nicht nach oben, nach unten. Ja, nach oben eindringen ist auch eine Idee. Kommt ja ganz auf die Stellung an, was? Hallo liebe Freunde, wir sind mittendrin, werden von einer Spinne attackiert. Von hinten. Und direkt hinter uns ist gerade ein Meteorit eingeschlagen in der Pause. Tja, da sind wir wieder, Freunde. Hexit mit Xane. 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 Wir machen eine Runde Hexit im Endlos-Modus, um dieses alte Feeling wieder herzukriegen. Ich habe gestern spaßenshalber übrigens mal gestern, das war der 18.04. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecstasy A&E Xane. Xane. Okay, jetzt sollten wir vielleicht doch gehen. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecstasy A&E Xane hier in einer Sonntagmorgenaufnahme. Gut, das war die vorherige auch schon, aber egal. Xane. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei einer Folge von Ecstasy ANX 10. Jetzt auf dem Notebook mit einem externen Monitor angeschlossen, auf dem ich spiele. Und rechts habe ich den Notebook-Monitor, auf dem die Soundanzeige läuft. Das alles klingt erstmal merkwürdig, aber ihr werdet es irgendwann verstehen. Hallo YouTubies, Xane is back in the game. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecstasy ANX 10. Hier aus dem wunderschönen Skyrim. Der Wahnsinn muss mich reiten, denn ich mache es tatsächlich. Ecstasy ANE Xane, Xane, X. Boah, sehe ich gut aus. Okay, wir haben was zu tun. Ecstasy ANE Xane, Xane. Wir grüßen den kleinen Tim und erobern uns ein hübsches kleines Dorf. Ich meine natürlich, wir schauen es uns genau an. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecstasy ANE Xane. Tja, so wie ich das sehe, sitzen wir im Ölsturz-Hügelgrab. Mein Kaffee ist zu Beginn der Aufnahme alle. Was könnte besser sein? So, guten Morgen YouTube. Es kann weitergehen. Dieses Tagesprojekt ist einfach klasse, oder? Seht ihr, die freuen sich auch wie Sau. Frieren schon am Rad, die Spinner. Da sind wir wieder, YouTubies. Oh, und gleich mal mit einem Ruckler. Das passt ja gut. 21.11 Uhr. 26 Grad. Epische Bedingungen für ein episches Let's Play. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecstasy ANE Xane. Jetzt mit Kingdoms of Amalur. Darauf habe ich eine ganze Weile gewartet. Pfeif auf die ganzen Download-Contents und Upgrades und DLCs und Add-ons und wie auch immer. Legen wir los. Nur für euch in Full HD. Tja, YouTube, da sind wir wieder. Ich habe schon überlegt, ob ich die auch mal kurz unter die Dusche schicke. Die, mich oder wir beide. Es ist. Ach ja, ihr könnt euch denken, dass seit der letzten Aufnahme nicht sehr viel Zeit vergangen ist, ungefähr 2 Minuten, um den Ton abzuspeichern. Und deshalb legen wir gleich wieder los. Wir grüßen die Hübsche. Hallo Tim, der Tintenfisch. Wie geht's euch, liebe YouTubies? Wir legen los, mein lieber Scholli. Also, liebe Frauen, wenn ihr mal wissen wollt, wie ein Kerl, der Videospiele spielt, begeistern könnt, das Outfit würde dazu schon helfen. Ihr müsst noch nicht mal spitze Ohren haben. Oder ein Schwert. Und warum das Holz da hinten verpackt ist, weiß ich auch nicht, aber es ist mir aufgefallen. Allerdings nicht als erstes, das muss ich mir eingestehen. Achso, wir wollten ja weitermachen. Hallo, liebe YouTubers, da sind wir wieder. Eine neue Folge Ecstasy A&E Xane bei Kingdoms of Amalur. Und sehr alluring ist das Ganze hier. Auch wenn es eine Stahlrüstung ist. Die Haut denkt. Okay, wir wollten diesmal. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecstasy A&E Xane. Der verrückte Let's Player eures Vertrauens begrüßt alle YouTubies. Xane. Mal schauen, welche übermäßig erstaunlichen Erfolge wir heute verzeichnen, zum Beispiel in dieses Gebäude zu gehen. Und das ist ein Laden. Super. Gerade erst noch geklaut, wir haben und schon unterwegs zum nächsten Laden.
Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode oder der ersten von Battlefield 3 mit eurem Ecstasy ANI Xen. Der Fritz bei Trans ist am Start und spielt schon wieder einen Shooter. Wir alle wissen, wie das bei Crysis aussah. Wenn ihr es nicht wisst, schaut mal unter das große Video auf meinem Kanal, wo dran steht Operation Support Scan. Ich schätze mal, dieses Video wird wieder genau dasselbe werden, denn wenn ich Shooter spiele, geht das schief. Hallo YouTubers und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 3, Folge 6, wenn ich mich nicht entsinne. Worum es geht, fragt ihr mich besser nicht. Wir stürmen jetzt erstmal los. Hallo YouTubers und willkommen zu einer neuen Folge von Ecstasy ANI Xen. Yaxandui ist wieder da und schießt dich jetzt gleich hier durch. Ja, dabei, da will ich selber. Du mich auch. Ich muss nämlich jetzt Folge 9 machen von Battlefield 3 und das bedeutet, dass wir eine Woche entfernt sind, nicht mal mehr eine Woche. Von ihr lernt es schon genau ein Jahr Xeni geht. Tja, so ist das. Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, was ein Let's Player wie Xane an einem Freitagabend macht, an dem so absolut gar nichts im Fernsehen kommt, keine Partys geplant sind und überhaupt nichts im Kalender steht. Ganz einfach, er sitzt da und bekämpft eine kleine nukleare Bedrohung in Battlefield Folge 10. Wir sind soweit, YouTubers, es hat nur eine Stunde gedauert, Dead Space 3. Hast du stumm geschalten? Ja. Jetzt können wir endlich das Spiel starten. Ich bin beeindruckt, wo wir beide gleich los müssen. Ich bedanke mich bei Origin für diesen wunderbar leicht zugänglichen Koop-Modus. Die Beschwerdemail hat 140 Seiten. Spiel jetzt starten. Oh, bis diese Scheiße endlich funktioniert hat, das werde ich nicht zensieren hier und auch nicht rausschneiden. Dieser drecksbeschissene Scheißdreck. Oh, ich bin auf 180 jetzt. Was jetzt passieren wird, jetzt so, jetzt kühle ich mich ab. Hallo, YouTubers. Hallo, YouTubers und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ecstasy ANI Xen. Der verrückte Let's Play aus Vertrauens ist da mit einer Special-Episode zu Aya Xen. Und weil wir bei ein Jahr Xen sind, machen wir nichts anderes als eine echt gruselige Folge. Und da wir bisher nicht unbedingt erschreckt waren von kleinen Sucherbots, die hier irgendwo um uns herumlaufen, gibt es die Schokoladenseite von mir zu sehen, per Facecam. Keine Ahnung, ob das mit Bild und Ton funktioniert, ob das synchron ist, ob das überhaupt zu hören ist. Aber ich mag die Geräuschkulisse. Apfeltaschen? Nein? Gut. Ein Jahr Xen, wer hätte das gedacht? Champagne on deck.
Ich könnte jetzt natürlich Let's Playen, aber Tatsache ist, ich warte darauf, dass die Eier so richtig, richtig hart gekocht sind. Warum? Weil hart gekochte Eier einfach besser schmecken als rohe. Zugegeben, das klingt irgendwie nach Weichei, aber. Ja, sprich dich aus. Wenn man sieht, wie sich die Bezirke vor einem erstrecken, lernt man die Zitadelle als Wunder proteanischer Ingenieurskunst zu schätzen. Nun, das bei 1600 mal 900 HD. Beeindruckender Ausblick, Commander. Hey, hey, Es ist so hey. friedlich hier oben. Sehr romantisch, wenn man solche Sachen mag. Du, ich, Kisten? Oh, siehe da, ein nicht gescannter Keeper. Und gleich mal wieder Kohle hier gekriegt. Seht euch unser Schiff an. Ist das nicht fantastisch? Kriegt ihr da nicht Frühlingsgefühle? Was für eine Rakete, was sagst du dazu? Es waren die Turianer, die zuerst vorschlugen, eine einzige Organisation zur Sicherheit der Zitadelle zu gründen. Wahrscheinlich ist deshalb über die Hälfte der Truppe turianisch. Ich stehe vor dir, spreche über Raketen und das fällt dir ein? Ashley, das kannst du besser. Der Zitadell-Sicherheitsdienst scheint eher eine militärische Operation als eine Polizeimacht zu sein. Ihr seid heute nicht so richtig in der Laune, was? Hey, wir sind hier kurz vor einer neuen Folge Let's Play. Ich muss euch das mal sagen, jeden Augenblick geht das Let's Play los. Und ihr macht solche Sprüche. Haltet ihr das für komisch? Denkt ihr, dass das gerechtfertigt ist? Mädels, so wird das nichts. Ich meine, wir müssen uns das vor Augen führen. Ich meine, ernsthaft. Ihr bettelt mich die ganze Zeit an, in Dreier zu haben. Ihr bettelt mich an, mich buchstäblich in Teile aufzulösen für euch. Mit euch zu verschmelzen, hä, Liara? Was sagst du dazu? Und dann so. Drehst du dich gerade weg? Zuckst du schon wieder? Bin ich dir wieder etwas zu cholerisch? Kannst du damit wieder nicht umgehen? Sind wir etwas wieder feingefühlig heute? Ha? Ha? Wie sieht's aus? Möchten wir heute wieder nicht? Oh, du willst wieder bedrängt sein, ja? Damit wir sagen von, oh, du bedrängst mich so. Bitte nicht, mach weiter, Shepard. Hör doch auf! Das wissen wir doch jetzt zur Genüge. Das kannst du vor YouTube jetzt auch nicht verheimlichen. Naja. Wisst ihr? Und schon kommst du auf mich zu. Es geht eben doch nicht ohne. 5 Sekunden weg und dann schaust du dir mein Gesicht an. Und denkst dir, das ist dann der Erlöser ist gekommen. Zugeben, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, von was man sie erlösen soll. Außer von ihrer 106-jährigen Jungfräulichkeit. Die zugegebenermaßen etwas vieles, das muss ich dann an der Stelle auch mal sagen, wie es ist. Aber wir nutzen weiterhin die Gelegenheit, diese wunderbare Station anzusehen. Einfach, weil ich keine Lust habe, hier weiterzuspielen, bevor nicht die Eier gekocht sind. Denn wenn ich jetzt anfange, weiterzumachen, ignoriere ich das wieder. Und hart gekochte Eier sind schön, aber nicht 30 Minuten gekochte Eier. Obwohl das auf den Versuch ankommt, oder? Was sagt ihr, YouTube? Wollen wir es versuchen? Ihr seid krank. Schaut meinen nüchternen Gesichtsausdruck an. Der sieht wirklich aus wie ich. Nur besser rasiert. Was mich daran erinnert, dass ich schon wieder. Ja, Ashley, gefällt dir der Partnerlook? Neue Rüstung? 3 Slots? Geben wir dir gleich mal doppelte Schilde? Yo. Dubstep Shepard. Seht ihr, so macht man ein erfolgreiches Intro zu einer Folge, die jeder sehen will. Die man nicht verpassen darf. Die einzigartig ist. Wir sind bei Folge 45. Es geht jeden Augenblick los. Die Fans warten. Das Intro wartet. Wir müssen bereit sein. Suchen wir die richtige Position? Mädels! Wollt ihr nicht, oder? Ja, jetzt stellt euch doch mal gerade hin. Was ist denn das hier für eine Art und Weise? Was ist jetzt hier? Alle Mann auf den Weg. Liara, hallo. Du bist auch damit gemeint. Die Mädels sind halt eindeutig nicht in Form. Na, seht ihr, es geht doch. Das ist eine merkwürdige Position. Hilfe, ich hänge fest. Nein. Eine blaue Markierung auf Ashley oder eine auf Liara. Ihr werdet früh genug mitkriegen, YouTube. Das ist ohnehin die Entscheidung des Tages. Denn lassen wir uns mal nichts vormachen. Nur eine von den beiden können wir am Ende flachlegen. Zugegeben, zwischen den Let's Play-Folgen ständig. Sie kniet und ihr wisst, wie das ist, aber am Ende für das Let's Play nehmen wir nur eins auf. Ihr könnt abstimmen. Rassistische Mensch.
Oder äußerst verdächtige blauäutige Alien, die verschmelzen will und 106 Jahre jung Jungfrau ist. Glaubt ihr, dass wir das überleben? Oder was, 105? Liana, ich kann mir dein Alter nicht merken, aber ich frage mich, ich bin höflich. Obwohl ich nicht wüsste, was daran unhöflich ist, Frauen nach ihrem Alter zu fragen. Ich meine, das ist ein Zeichen von Interesse. Ist es jetzt unhöflich, Interesse zu zeigen? Finde ich viel mehr geheuchelt. Oh, was hast du denn da für eine hübsche Handtasche? Oh Gott! Liebe Frauen, wenn ihr mehr als 10 Paar Schuhe und 5 Paar Handtaschen habt, könnt ihr euch sicher sein, bei mir landet ihr niemals. Noch nicht einmal im Bett. Ich habe ganz einfach Angst, dass ich mit einer Frau... Und dann redet ihr über Handtaschen. Das, nee, also... Dann schubse ich sie aus dem Bett. Das tue ich mir nicht an. Habe ich nie, werde ich nie. Das ist die Perspektive, auf die wir gewartet haben. Wir legen jeden Augenblick los. Macht euch bereit. YouTube. Ja, du bist mir nicht abgeneigt. Ich weiß das. Bitte schau mir in die Augen. Nicht da unten. Zugegeben, also es guckt keiner. Ne? Du, ich und der Hinterraum. Ich kenne einen hübschen Lagerplatz, du weißt schon. Geh doch voraus, ist kein Problem. Verdammt, es ist immer wieder das Gleiche. Komm, versuche ich oberflächlich zu sein, kommt sowas bei raus. Kaum ist man nett zu den Mädels, wollen sie auch nichts. Könnt ihr mir das mal einer erklären? That's the way it is. That's the way that we live. Don't back down, don't ever give in. That's the way that it is. Mit diesen freundlichen Grüßen an die Gamer machen wir weiter mit einer neuen Folge von Mass Effect. Get ready. We win, you lose. Get used to it. Jeden Tag dasselbe. Ich schaue auf diese dämliche Karte. Ich will eine Mission anfangen. Was passiert? Hackett meldet sich. Der Zitat Elrad meldet sich. Ich will einfach nur irgendwo irgendwas machen. Ein bisschen Geld verdienen. Ein paar Aufträge erfüllen. Und schon kommen neue Aufträge. Ich kann nicht mal durch die Galaxis fliegen, ohne einen neuen Auftrag zu kriegen. So viel zum Thema ruhige Zeiten im Militär. Dann habe ich diesen Spinner da unten, der mir ständig auf die Pfoten guckt. Ja, ist niemand auf die Idee gekommen, hier unten ein paar Fenster einzubauen? Ich meine im Ernst, das stört. Ich hätte nichts dagegen gehabt, eine Barriere hier unten zu haben oder so. Eine Wand, weißt du? Dass ich mich mal in Ruhe irgendwo kratzen kann zwischen die... Yara. Nicht schlecht, du hast eine ganz schön flinke Zunge. Tali, bringst du uns noch eine Flasche Wein? Liara teilt auf nach zwei Flaschen. Vorsichtig mit der Zunge. Oh, passt mit den Zähnen auf, bitte. Was? Was für ein rotes Leuchten. Oh mein Gott, wir sind mitten in der Aufnahme! Wusstet ihr, dass es über 350.000 Arten von Käfern gibt? Und nicht eine einzige davon heißt Brainbug. Ich würde mal drüber nachdenken. Yeah. We are on fire. We have desires, but one is that way. One backstreet boy is gay. Na 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 na, na 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 na, FDP, goodbye. Na 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 na, na 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 na, hey hey. Feiert mit, die Trinks gehen auf mich. Wir haben wenigstens ein Ziel heute erreicht. Herzlichen Dank. Ach, das genieße ich. Ja, da sind wir jetzt wohl beim Intro. Ein Moment, der uns auf die Aufgaben vor uns vorbereiten soll. Der uns zeigt, wie klassisch, originell und ideenreich wir sind. Ein Moment, der uns zeigt, dass wieder einmal kein Mensch weiß, was als nächstes passiert. Am allerwenigsten ich. So ist es auch, wenn ich eine Ansprache halte. Hier habt ihr mal einen Eindruck davon bekommen.
Jetzt, wo wir hier so stehen, Erdnard und Ashley, ich hätte da mal eine rein hypothetische Frage. Also theoretisch, rein hypothetisch, zwecks des Anzuges, also wirklich nur hypothetisch, wenn ich jetzt mal auf die Toilette müsste. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Außer, dass wir hier eine Pause einlegen und ich mich an den nächsten Ort begebe und dann von dort aus weitermache. Die ganzen Laufereien schneide ich wahrscheinlich raus. Die Folgen werden etwas kürzer, denn sie kommen jetzt dreimal die Woche. Schaut euch einfach einmal am Wochenende alles an. Ist ja eine Playlist mit automatischer Fortsetzung, von daher. Bis dann, Ecstasy, Henny, Zane, out. Und ich kuschel noch mit der hier eine Runde. Tschüss.